Mein Name ist Josef Still. Ich bin hier Organist am Trierer Dom schon seit 23 Jahren. Und die Hauptaufgabe des Organisten ist natürlich das Spielen in den Gottesdiensten. Das ist die Hauptaufgabe an den Sonntagen, an den Feiertagen, aber auch an jedem Werktag ist ein Gottesdienst um 9 Uhr. Und neben diesen Diensten zusammen auch mit dem Chor, mit dem Domkapellmeister, gibt es ein großes konzertantes Leben hier im Dom. Die Orgel ist über 40 Jahre alt und seit 1974 gibt es die internationalen Orgeltage im Trierer Dom. Und auch dieses Jahr wieder, 2017, das sind in aller Regel 6 Konzerte. Das erste und das letzte spiele ich selber und dazwischen kommen 4 Gäste. In diesem Jahr sind das ein Organist aus Gloster, der Partnerstadt von Trier, dann der Domorganist aus Wien vom Stephansdom, der Regensburger Domorganist und ein jüngerer, hochinteressanter Organist aus Dillingen an der Donau. Die Trierer Domorgel ist eine Schwalbennestorgel. Das ist eine Besonderheit, denn die Orgel steht nicht auf einer Empore oder einem Podest, sondern sie hängt an der Wand. Das ist eine ziemlich alte Befestigungsmethode, wie wir sie in der Gotik vor allem kennen. Man hat es hier 1974 so gemacht und eine weitere große Besonderheit ist das Dekor der Orgel mit den Reliefs aus Aluminiumguss, was der Orgel doch einen etwas verrückten Charakter verleiht hier im Dom. Man wundert sich, dass in einem so alten Dom eine doch so neuzeitliche Orgel gebaut werden durfte. Musik.